Willkommen, liebe Zuschauer. Bei uns dreht sich jetzt alles um den DAX. Wir beleuchten ihn vor allem von seiner charttechnischen Seite, beziehungsweise Petra von Kersenbrock von der Commerzbank wird das für uns tun. Sie ist uns jetzt von der Börse in Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau von Kersenbrock. Ja, so kurz vor Jahresende steht doch noch mal einige spannende Tage an. Gestern hat sich ja die Fed zu ihrer Geldpolitik geäußert. Heute Nachmittag, am Donnerstag, ist die EZB dran. Außerdem wählt Großbritannien, also einige wichtige, spannende Termine. Der DAX verhält sich relativ unauffällig. Wie lange kann das noch so bleiben? Welche Einflüsse könnten denn im jeweiligen Szenario, muss man ja sagen, auf den DAX da einprasseln? Naja, ich denke, dass vieles auch so kommen sollte, wie erwartet. Es wird erwartet, dass Herr Johnson gewinnt. Auch wenn da immer ein bisschen Unsicherheit ist in Großbritannien, da ist immer mal eine Überraschung drin. Aber auch da, würde ich mal sagen, haben die Märkte das schon in der Vergangenheit erlebt. Die größte Unsicherheit für den DAX ist immer wieder ein Tweet von Donald Trump. Und das war auch das, was in der vergangenen Woche den DAX charttechnisch am meisten beeinflusst hat. Wir hatten eine Trading Range etabliert, da war es rausgefallen unter die Unterstützung. Und wir haben jetzt eher so eine Art Flagge etabliert aus kurzfristiger Sicht. Und jetzt, man sieht es hier, haben wir den kurzfristigen Abwärtstrend im Bereich von 13.200. Wir bereiten hier einen Ausbruch nach oben vor. Und im Moment fehlt ein neues Signal. Wie gesagt, so ein bisschen haben wir eine abwartende Haltung aus technischer Sicht. Was da jetzt wirklich kommen sollte, sollte es irgendwie enttäuschend kommen in Großbritannien, kann es sein, dass sich einfach die laufende Konsolidierung noch ein bisschen ausweitet. Aber bislang hat man festgestellt, diese ganze Brexit-Geschichte, die ja nun sich schon über so viele Jahre ja eigentlich hinzieht, dass es irgendwie immer weitergeht. Und das sollte einfach nur eine zeitliche Ausweitung der Konsolidierung mit sich bringen. Aus charttechnischer Sicht, muss ich sagen, bereitet der DAX schon einen Ausbruch über die 13.200 vor. Aber da braucht es eben positive Impulse, sei es jetzt von der EZB oder eben aus Großbritannien. Lassen Sie uns gerne noch mal ein bisschen bei dem kurzfristigen Chartbild bleiben. Sie haben ja schon gerade ein paar neuralgische Punkte genannt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen. Ja, genau. Eben dieser kurzfristige Abwärtstrend bei 13.200, das ist die erste Marke nach oben. Unten haben wir als Unterstützung die 12.900. Das war das Low, was wir da etwa etabliert haben im Rahmen dieser Flagge. Da verläuft auch so ein mittelfristiger Aufwärtstrend. Sollten wir da wirklich runterfallen, dann würde sich diese Ausweitung der Konsolidierung sowohl zeitlich als auch räumlich noch ein Stück hinziehen. Dann haben wir die 13.374. Sollten wir die 13.2 nach oben knacken und ein neues Trading-Kaufsignal angehen, dann ist das die nächste Widerstandsmarke. Und jetzt kommt ja immer wieder die Frage, Jahresendrallye. Das Überwinden der 13.200 mit einem Trading-Kaufsignal könnte die Eröffnung für eine Jahresendrallye sein, sollte es positiv sein bei der Wahl um Boris Johnson, dann könnte das positiv hier befeuern und dann könnten wir auch die Allzeithochs hier angehen, aber als erste Marke sind eben die 13.374. So viel also zum kurzfristigen Chartbild. Auf welche Marken kommt es denn jetzt längerfristig, im längerfristigen Kontext an? Der längerfristige Kontext oder dieses längerfristige Chartbild, da sieht man eben die Marken, die ich eben auch schon genannt habe. Die 12.900, dass da eben dieser mittelfristige Aufwärtstrend ist. Die 13.200, die ja jetzt dieser Abwärtstrend ist, das ist auch eine Widerstandszone aus dem Jahr 2018. Und das sind eben die Marken, die uns auch aus kurzfristiger Sicht beschäftigen. Also das mittelfristige und das langfristige Chartbild oder die Marken, die unterstützen einander. Und dann haben wir eben das langfristige All-Time-High bei etwa 13.600, das im Rahmen einer Jahresendrallye hier vielleicht an Bedeutung gewinnen könnte. Also Frau von Kersenbrock, was machen wir jetzt als geneigte Anleger? Bücher schließen, Plätzchen essen und uns auf Weihnachten freuen oder doch noch mal rein in den Markt? Ja, ich würde sagen, wir bleiben doch noch ein bisschen am Markt, weil es bleibt spannend. Wie gesagt, der Markt bereitet ein Trading-Kaufsignal vor. Diese Jahresendrallye und dann auch häufig die Jahresanfangsrallye, die sind immer doch
saisonal betrachtet statistisch relevant häufig, dass sie stattfinden. Und nach dieser Konsolidierung sollten wir wirklich die 13.200 knacken. Da muss man sagen, ist es ein Trading-Kaufsignal und dann kann man auch eine Trading-Position durchaus wieder aufbauen. Okay, dann bleiben wir also am Ball. Peter von Kersenburg von der Commerzbank, ganz herzlichen Dank für die charttechnischen Einblicke und bis zum nächsten Mal hier. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren und na klar, wie Sie es gehört haben, bis Weihnachten, da sind wir dann nochmal alle ordentlich am Markt.